Heute geht's mal nicht von zu Hause aus los. Wir fahren zunächst mit dem Zug nach Haltern am See. Und von dort aus wollen wir mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren. Mein Freund Bernd und ich. Vorbei geht's zunächst am Bayerwerk. Hier wurde das bekannte Aspirin erfunden. Erst als es Bayer zu eng im Tal wurde, wanderte er aus nach Leverkusen. Die Pharmaforschung ist im Übrigen immer noch in Wuppertal. Dülmen ist erreicht. Oh, hier wurde mal was für Radfahrer getan. Eine kleine Fahrradstation. Hier kann man sein Fahrrad zur Not reparieren und die E-Bikes aufladen. Aber nun geht's endlich los. Wir überqueren die Lippe und fahren dann ganz gemütlich am Wesel-Datteln-Kanal entlang. Hier geht es zwar immer fast nur geradeaus, aber es ist trotzdem interessant, weil doch viele Schiffe auf dem Kanal zu finden sind. So kommen natürlich auch ein paar Höhenmeter zusammen. Eine Schleuse öffnet sich. Na, hoffentlich passt das. Und hier ein sogenanntes Schubschiff. Es transportiert jede Menge Kohle. Endlich Frühstückspause und es gibt was zu essen. Ich dachte schon, ich käme hungrig wieder nach Hause. Und da
kommt Datteln 4 in den Blick. Das Kohlekraftwerk ging 2020 als letztes Kohlekraftwerk in Deutschland in Betrieb. Und nun kommen wir nach Waltrop, bekannt durch das Schiffshebewerk Henrichenburg aus dem Jahre 1899. Und da ist das Schiffshebewerk ein wenig zu sehen. Durch Corona besteht leider keine Möglichkeit, näher heranzukommen. Alles geschlossen und gesperrt. Und hier noch einmal Datteln 4. Eine verrückte Geschichte. Die Kohle wird mittlerweile aus Südamerika und noch weiter hierhin gekarrt. Ist das CO2-neutral? Fragezeichen. Mittlerweile geht es nicht mehr am Kanal längs, sondern wir fahren auf einer alten Bahntrasse, der sogenannten König-Ludwig-Trasse. Sie führt bis nach Herne. Hoffentlich überholt sie uns nicht. Der Außenbezirk von Recklinghausen. Relikte aus einer längst vergangenen Zeit, die für Deutschland jedoch sehr, sehr wichtig war. Hier überqueren wir die A2. Vorbei geht's an alten Zechengebäuden. Mittlerweile gibt es kein Teer mehr, sondern wir fahren durch Matsch und Modder, immer noch auf der König-Ludwig-Trasse. Wir überqueren die Emscher, der einst dreckigste Fluss in ganz Deutschland. Mittlerweile wird er renaturiert für einen Millionenaufwand. Angeblich sollen wieder Fische drin sein. Mittlerweile haben wir den Rhein-Herne-Kanal erreicht. Und ich muss sagen, das Ruhrgebiet ist wunderschön. Wieder eine Schleuse, die wir überqueren müssen.
diese Boote, obwohl deutlich langsamer, werden uns noch überholen. Hier hat es uns erwischt. Eine Riesenbaustelle und kein Hinweisschild. Für Radfahrer ist das ja nicht nötig, so dass wir 2,5 Kilometer hin und 2,5 Kilometer zurück Umweg fahren mussten. Natürlich stand auch kein Schild, wo es hergeht. Und hier wird die Kohle für das Kraftwerk Herne gelagert. Das Kraftwerk ist allerdings schon außer Betrieb gesetzt. Und durch die Baustelle durften wir die Förderung zum Kraftwerk zweimal betrachten. Auch nicht schlecht. Und hier, wie üblich, Zaun und kein Hinweis. Furchtbar. Radfahrer haben einfach keine Lobby. Im Hintergrund das Kraftwerk Herne. Wie gesagt, außer Betrieb gesetzt. Und hier sind die zwei Boote wieder, die uns mittlerweile überholt haben. Die Kirche in Herne-Krange mit dem riesengroßen Platz. Hier findet im Herbst immer die Kranger Kirmes statt. Hier eine ganz tolle Brücke, die sogenannte Grimberger Sichel. Auf der rechten Seite der Zoo von Gelsenkirchen. Mittlerweile sind wir auf der sogenannten Erzbahntrasse. Und hier ein Ein-Mann-Bunker, noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Erzbahntrasse ist im Übrigen eine der höchsten Bahntrassen in ganz Deutschland. Man wollte mit den alten Dampfloks so viel Kohle wie möglich zu den Stahlwerken transportieren. Deshalb musste die Bahn möglichst eben sein. Viele alte Brücken queren die Straße. Oh, wie schön! Noch ein Liegeradfahrer.
Wir werden immer mehr. Und noch ein architektonisches Highlight, die sogenannte Erzbahnschwinge, eine Brücke in S-Form. Nun geht es ein paar Kilometer durch die Stadt, aber maximal 4 oder 5. Dann sind wir schon wieder auf der nächsten Trasse, der sogenannten Springorum-Trasse. Und hier sind wir mittlerweile schon an der Ruhr und fahren den Ruhrtalradweg Richtung Hattingen. Hier die nächste Trasse, die sogenannte Glückauf-Trasse. Und hier der Schulenbergtunnel auf der Glückauf-Trasse. Die Glückauf-Trasse läuft von Hattingen zur Nordbahntrasse. Ackelei am Wegesrand, eine herrliche Blume. Mittlerweile sind wir auf der Nordbahntrasse und der Tunnel Schee kommt in Sicht. Die Bramdelle, ein sehr tiefer Einschnitt. Der ehemalige Bahnhof Wuppertal-Wichlinghausen. Durch die vielen Viadukte auf der Nordbahntrasse gibt es immer wieder herrliche Aussichten auf die Stadt.
Der Tunnel Rott. Der ehemalige Bahnhof Wuppertal-Loh. Wenn man sich am Loh einen Kuss gibt. Oh je. Ja, am Ende waren es 114 Kilometer und ich muss sagen, ich war doch ganz schön kaputt. Aber es waren fast nur alles aufgelassene Bahntrassen. Insgesamt, wenn ich schätzen muss, höchstens 6 Kilometer, die wir über die Straße fahren mussten. Eine wirklich schöne Tour. Ich glaube, ich würde es wieder tun.